Herr Dr. Schönemann, Sie haben hier beim Diözesanrat über das Thema geistliche Erneuerung gesprochen. Was heißt das für Sie, geistliche Erneuerung? Was müssen wir neu machen? Ich glaube, dass wir als Kirche und als Christen in einer Situation sind, in der sich gesellschaftliche Rahmenbedingungen so verändert haben, dass wir auf eine neue Weise Christsein einüben müssen. Das heißt nicht, dass die Dinge, die wir in der Vergangenheit als Kirche gemacht haben, schlecht sind oder waren, aber dass natürlich in einer neuen Zeit, in der viele auch Lebensvollzüge, Lebensstile sich verändern, auch das Evangelium auf neue Weise buchstabiert werden muss. Ich glaube, dass das einerseits etwas ist, was nach innen geht. Wir müssen also selber als Christen neu versuchen, den Glauben zu aktualisieren. Und gleichzeitig setzt es dann oder bringt es dann eben die Herausforderung mit sich, dass wir auf eine neue Weise das nach außen hin gestaltet werden lassen. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Sie wohnen in Erfurt, das ist ein Gebiet, wo, glaube ich, 80% der Menschen überhaupt nicht mehr christlich sind, die wenigsten katholisch. Also was kann man im Alltag tun? Also zunächst mal ist es, glaube ich, wichtig, dass Christen bewusst Christen sind. Also wir erleben ja auch nicht in ostdeutschen Ländern, sondern erleben ja, dass viele Menschen der Kirche so sehr formal angehören. Aus einer volkskirchlichen Situation kommen wir und wir gehen aber in eine Situation, in der die Christen bewusste Christen sein werden. Das heißt nicht, dass die so ganz 150-prozentige sind, sondern dass sie im Endeffekt ja auch den Glauben für sich nochmal durchgearbeitet haben müssen und selber sich immer wieder auf den Weg machen, die Botschaft des Evangeliums für sich nochmal neu zu entdecken und auch wieder neu zu kontextualisieren. Für ihr Leben. Sie haben hier in Augsburg so ein bisschen, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein paar Fragezeichen vielleicht an die Hierarchiestruktur der Kirche gestellt. Also die eine Gruppe, die das Wissen hat und die anderen, die dann zuhören. Eigentlich steht es ja so schon in der Bibel, Matthäus-Evangelium, geht hin und lehret alle Völker. Heißt es, das funktioniert so nicht mehr? Also geht es, glaube ich, weniger um die Hierarchie, sondern es geht um so eine Vorstellung von Kirche, dass sie die Wahrheit gepachtet hat. Das gilt dann der ganzen Kirche, dass sie die Wahrheit gepachtet hat und diese Wahrheit so unverkürzt und überzeitlich darzustellen hat. Da würde man heute wahrscheinlich eher sagen, das Evangelium als ein lebendiges Beziehungsgeschehen zwischen einem Menschen und dem lebendigen Christus und den Menschen drumherum, das entsteht eigentlich immer wieder neu. Das heißt, das Evangelium ist nicht eine feste Sache, sondern ist etwas, was immer wieder neu entdeckt und zur Gestalt gebracht werden muss. Also von daher hätte man früher vielleicht gesagt, es gibt die lehrende Kirche, die ihre Lehren gibt und Menschen müssen hören oder gehorchen oder so. Ja? Und da erleben wir halt, dass es ein gemeinsames Geschehen ist. Ja, alle sind Hörende und Lernende und Lehrende und Lernende, weil alle auf dem Weg des Glaubens sind, in unterschiedlicher Weise. Was kann denn ganz praktisch passieren, wenn die Menschen hier aus dieser Tagung jetzt rausgehen oder vielleicht andere davon erfahren? Was kann man praktisch tun, um die Spiritualität der Kirche wieder zu den Menschen zu tragen? Also ich wünschte mir zunächst mal, dass die Teilnehmer hier nach Hause gehen und sagen, wir brauchen Punkte, wo wir, sage ich mal, uns dem Glauben selber wieder vergewissern, in unserer Pfarreiengemeinschaft, in den Vollzügen, in denen wir sind. Ich nehme jetzt mal eine Pfarrgemeinderatssitzung. Da ist es ja oft so, dass dann ein geistliches Wort gesprochen wird am Anfang. Das ist aber oft so, dass dann gesagt wird, naja, der Pfarrer liest einen frommen Text vor, ja, weil das ist ja auch die Aufgabe des Pfarrers. Da müssten wir dann zu einer Form kommen, wo wirklich auch ein Austausch des Glaubens auch in so einem Gremium wie Pfarrgemeinderat möglich wird. Also das wäre so dieser Teil Vertiefung. Und das andere wäre tatsächlich nochmal deutlicher zu sagen, wir sind nicht Kirche nur für uns, wie so ein Verein oder eine Familie, sondern die Sendung der Kirche gilt allen Menschen. Das bedeutet, dass wir auch rausgehen müssen, um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, ja, um auch etwas vom Evangelium mit ihnen zusammen neu zu entdecken, mit ihnen und für sie. Deswegen, man kann das mit dem Begriff Gastfreundschaft vielleicht nochmal umschreiben. Es ist sicher wichtig, selber Gastfreundschaft anzubieten für Menschen, aber auch rauszugehen und Gastfreundschaft bei anderen anzunehmen. Da muss man sich dann auch ein bisschen benehmen, wenn man nicht in den eigenen Räumlichkeiten ist. Ja. Aber man erlebt auch, was Menschen selber zu sagen haben, die vielleicht anders sind als wir. Ja. Dass Menschen auch zu sagen haben über die Dinge, die ihnen Kraft geben in ihrem Leben. Das heißt, auch wir, wenn wir rausgehen als Jünger Jesu, wir lernen auch an der Art und Weise, wie andere ihr Leben gestalten. Ganz herzlichen Dank.